fortfahren. Ich habe hier das Dreiecksraster für die geodätische Kuppel und die Grundlagenrechtecke und möchte nun eben die Strahlen auf diese Punkte auf eine Kugeloberfläche projizieren. Das bedeutet, ich werde mir jetzt einmal die Grundlage wegschalten. Dann werde ich mir eine neue Ebene Strahlen einschalten, auf der ich arbeite. Und dann werde ich einfach eine Linie nehmen. Vom Nullpunkt weg, also 0 bei Strich 0. Einmal hier hin. Hier habe ich leider keinen Trigger, dass ich sehen kann, wie lang das jetzt wäre. Ich nehme jetzt einmal die Länge 10 Meter. Das ist ja egal, das ist jetzt sowieso rausprojiziert. Wenn ich jetzt hier drauf fahre, macht er meine Linie mit 10 Meter. Wieder von hier nach hier. 10, Enter und Klick. Wieder dasselbe. Und so gehe ich einfach alle Punkte durch. Und Klick. Zurück. Das heißt, das lösche ich wieder. Hier von hinten an. Nochmal anfangen. So, da habe ich den gleichen Punkt erwischt. 10. So. Jetzt geht's weiter. Hier. Klick. Wieder. Hier starte ich. Hier hin. Hier hin. Klick. Diesen hier. Dann den nächsten. Dann den nächsten. Dann den nächsten. Und 10. Jetzt habe ich hier diese ganzen Punkte auf eine Kugeloberfläche projiziert. Und kann mir das Grundlagenraster ausschalten. Und kann jetzt das mit einem neuen Layer, einer Ebene erzeugen, Kugelraster. Kugelraster-Dreieck. Das ich mich aufstelle, dann wird man schwarz bleiben und beginne das hier einfach zu verbinden. Hier unter, von hier bis hier, bis hier unter, von hier bis hier, bis hier, bis hier unter, von hier bis hier, bis hier, bis hier unter, von hier, bis hier, bis hier unter und von hier bis hier. Hier, und hier, bis hier, bis hier. Das werden wir auch noch haben. So, jetzt habe ich dieses Raster und kann mir das ausschalten. Und mit dem könnte man schon, nur jetzt kurz zum Zeigen, einfach, hier nicht, aber hier, ein Rohr. Zum Beispiel mit 10 cm anordnen. So, zurück. Wieder mal bis hierhin.